Was soll ich mich aufregen? Mir geht's ja noch gut. Diese Attitüde, diese Meinung trifft man ziemlich oft an. Und es ist auch leicht, sich mit allen Dingen abzufinden, wenn es einem dabei eigentlich ganz gut geht. Und ganz zugegeben, mir geht's eigentlich dabei auch ganz gut. Aber ich weiß natürlich darum, dass alles, was geschieht, nicht nur für mich und in dem Rahmen geschieht, der mich betrifft, sondern dass alles voneinander abhängig ist. Und so weiß ich natürlich, dass, wenn es mir noch gut geht, aber vielen anderen Menschen es schlecht geht, dass das nicht ohne Folgen auch für mich bleiben kann. Insofern ist es in einer Zeit, wo es mir noch gut geht, daran, meine Handlungsfähigkeit zu nutzen, dass es auch anderen wieder gut gehen kann, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Denn ich weiß, selbst wenn ich nicht gerade ein Menschenfreund bin, dass mich das alles mitreißen wird, wenn ich nicht aufpasse. Nämlich irgendwann ist das mit meinem persönlichen Gutgehen auch nicht mehr gegeben, weil der Strudel reißt mich mit. Und selbst die, die denken, sie machen den guten Profit aus irgendeiner Situation, vielleicht auch einer Situation wie dieser, sollten sie immer daran denken, dass das auf Dauer sicherlich keinen Bestand hat, weil alles steht schließlich in Frage. Unser gemeinsames Interesse kann nur ein Ausgleich sein. Ein Ausgleich aller Interessen, wo es allen Menschen möglich ist, ihr Auskommen zu haben und wo wir nicht einfach tolerieren, dass manche Leute letztendlich vor die Hunde gehen. Auch das ist ein Teil dessen, was mich irgendwann später einmal einholen wird. Denn ich lebe ja nicht auf dem Mars, sondern wir leben alle zusammen in einer Gesellschaft hier mitten auf diesem wunderschönen Planeten. Und wer das nicht im Auge behält, der wird eines Tages von Dingen überrollt werden, die er meint, dass sie nur anderen zustoßen. Und wahrscheinlich dann auch zurecht. Deshalb aufmerksam sein, füreinander aufmerksam sein, auch wenn es einem gut geht und gerade wenn es einem gut geht, dafür einstehen, dass es anderen nicht schlecht geht. Das ist ein simples Gebot der Vernunft und für uns Christen auch noch ein Gebot der Nächstenliebe. Was jetzt höher wiegt, muss ich nicht sagen, ich denke die Nächstenliebe sowieso, aber auch die simple Vernunft sollte das nicht gering schätzen, weil letztendlich betrifft es uns alle. Macht's gut!